Hi Leute, hier ist Moretime. Vielen Dank fürs Einschalten. Und zwar habe ich heute 3 Songwriting-Tipps für euch. Der erste Tipp ist, wenn du einen Text schreibst, dass du dir eine Art Fahrplan, eine Art Karte erstellst. Und zwar geht es darum, dass ein Künstler oft schon in der ersten Strophe sein ganzes Pulver verschießt und alles, was er zu sagen hatte, in die erste Strophe packt. Das macht Sinn, wenn man einen Feature-Track hat, zum Beispiel mit einem anderen Rapper. Aber oft ist es ja so, dass man einen Song alleine macht, sei es ein Rap-Song oder ein Song mit Gesang. Und es ist ganz hilfreich, wenn man sich vorher eben Gedanken macht, in welcher Struktur man die Geschichte erzählt. Also, dass man zum Beispiel in der ersten Strophe die Ausgangssituation schildert. In der Hook kann man dann weiter auf das Hauptproblem eingehen oder die Kernaussage eben platzieren. Das ist ja die Hook, also hat sie meistens die Kernaussage. Im zweiten Strophe kann man dann weiter auf das Problem oder die Geschichte eingehen, die Geschichte weiter ausbauen oder eben Lösungen aufzeigen und dann vielleicht in einem dritten Part oder in der Bridge nach der zweiten Hook noch weiter die Geschichte ausbauen oder eben dann eine Kehrtwende zeigen. Das ist ja auch manchmal so, dass man eine Geschichte hat, die sich über 2 Parts aufbaut und dann in einem dritten Part oder in einer Bridge eben eine Kehrtwende kommt. Jedenfalls ist es hilfreich, wenn man da eine Art Karte, einen Fahrplan hat und dann schon von vornherein weiß, in welchem Ablauf man die Geschichte erzählt. So fällt es ein bisschen leichter, dass man sich einteilt, was man wo erzählt und dass man nicht dann in der zweiten Strophe gar nicht mehr weiß, was man sagen soll, weil man eigentlich schon alles in der ersten Strophe erzählt hat und dann oft die zweite Strophe vielleicht ein bisschen gezwungen und an den Haaren herbeigezogen sich anfühlt und nicht so ganz so tight rüberkommt wie der erste Teil. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir vielleicht das Hauptproblem, die Hauptaussage, die Message, das Hauptwort, worum auch immer es geht, auf einen Zettel schreibst in die Mitte und dann so Pfeile machst oder Striche und dir dann dazu Fragen und Aussagen und Gedanken aufschreibst, vielleicht auch schon Zeilen und daraus dann zusammen einen Songtext bastelst. Das ist natürlich keine in Stein gemeißelte Regel. Ja, also jeder Künstler hat seine eigene Herangehensweise. Und ich würde sogar sagen, jeder Künstler hat in so ziemlich jedem Song eine andere Herangehensweise. Von daher ist es natürlich wichtig, dass du deinen eigenen Fluss findest zum Texteschreiben. Und nicht nur zum Texteschreiben allgemein, sondern auch bei jedem Song deine eigene Struktur und deine eigene Reise findest. Ja, manchmal ist es vielleicht hilfreich, wenn man einfach eine Map macht vorher mit ein paar Stichpunkten. Manchmal ist es hilfreich, vielleicht, wenn man sich, wie gesagt, diesen Zettel nimmt und in der Mitte das Thema schreibt und sich dann Gedanken dazu aufschreibt, dass man immer mal wieder drauf gucken kann beim Textschreiben. Was wollte ich eigentlich sagen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was kann ich für Fragen stellen, was gibt es für Antworten zu diesen Fragen und so weiter. Und manchmal fließt der Text vielleicht auch einfach von vorne nach hinten durch. In anderen Situationen ist es aber halt so, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Der zweite Tipp ist, schreib nicht einen Text und nimm ihn dann direkt auf, um ihn zu veröffentlichen. Ja, das war vor 10 Jahren, war das vielleicht okay, man hat sich irgendwo ein Beat runtergeladen, man hatte eine Idee, man hat in einer halben Stunde, Stunde was geschrieben, nochmal in einer Stunde das aufgenommen und geschnitten und gemischt oder so und dann direkt hochgeladen auf eine Plattform wie MySpace oder Rappers In oder was auch immer und dann waren es zu der Zeit die Songs, wie sie halt waren. Heutzutage denke ich aber, hat sich das alles schon ein bisschen gesteigert und es ist eigentlich ganz gut, wenn man nicht gleich direkt das Erstbeste raushaut. Ja, also wenn du deinen Text geschrieben hast oder auch noch mitten dabei bist, nimm ihn vielleicht schon mal auf, auch mit so gut du kannst, mit vollem Elan und voller Energie, aber als Demo-Take, ja, dass du dir das selber anhören kannst, so, das muss noch nicht komplett abgemischt sein oder was auch immer, ist nur für deine Ohren und nicht zum Veröffentlichen gedacht und so kannst du dir das immer mal wieder anhören und dann merkst du zum einen, wo es vielleicht noch hapert, also wo du textunsicher bist, wo das vielleicht mit der Atmung nicht hinkommt, was du anders ausdrücken könntest, wenn man das wirklich mehrmals hört, einfach vor sich oder einfach über Smartphone und Kopfhörer, wenn man spazieren geht oder im Auto, dass einem dann nochmal Gedanken kommen, Mensch, das könnte ich anders ausdrücken, das könnte ich besser ausdrücken, das könnte ich so sagen, das könnte ich vielleicht umbauen und so weiter. Das sind Dinge, die fallen einem eigentlich immer erst auf, wenn man es gehört hat. Ja, also im Kopf das zu haben, ist das eine, aber wirklich die echte Aufnahme zu haben und zu hören, ist eine ganz andere Sache. Da werden einem sehr oft wirklich Dinge klar, die man vorher nicht bemerkt hat. Und so kommt meistens ein wirklich viel besserer Song, ein besseres Ergebnis am Ende raus, wenn man eben nicht schreibt, aufnimmt, fertig, sondern schreiben, aufnehmen, anhören, evaluieren, was geht anders, was geht besser, was kann man anders formulieren und so weiter. Und dann daran arbeitet und feilt, bis man wirklich einen fertigen, runden Song hat und den dann komplett ausproduziert, aufnimmt und abmischt. Tipp Nummer 3 ist, dass es wichtig ist für eine gute Performance, dass man den Text natürlich auswendig kann. Also live ist es sowieso erforderlich. Und auch im Studio, wenn man es aufnimmt, ist es echt besser, wenn man nicht einen Zettel oder ein Smartphone oder was auch immer in der Hand hat, um ablesen zu müssen, sondern wenn man den Text im Kopf hat und sich voll auf die Performance konzentrieren kann. Was mir oft dabei hilft, ist, dass so eine Art Film im Kopf entsteht. Ja, also wenn man schreibt und die Zeilen hat und die Geschichte hat, dass dazu so eine Art Kopfmusikvideo entsteht und dass man sich, wenn man sich dieses Musikvideo merkt, oder das kommt ja eigentlich automatisch, das muss man sich gar nicht merken, weil es automatisch zu einem kommt. So ist es zumindest bei mir manchmal, dass man sich anhand dieses Films, dieses Musikvideos im Kopf den Text, die Geschichte ermerkt und dann kommt der Text von ganz alleine und man muss sich nicht so darauf konzentrieren, das auswendig zu lernen. Auch hilft es, wenn man beim Schreiben den Text immer und immer wieder wiederholt, also wenn man mit der nächsten Zeile beschäftigt ist, dass man immer noch wieder die davorgegangenen wiederholt und dann die aktuelle und so weiter und immer wieder von vorne und dazu auch möglichst gleich performt, wie man es auch performen möchte. So kann man sich gleich Gedanken machen, wie man das performen mag. Und durch diese Wiederholung des Textes immer wieder und durch die Wiederholung der Performance immer
immer wieder, prägt sich das auch vielleicht ein. Und dieser Film im Kopf, dieses Musikvideo, von dem ich gerade geredet habe, entsteht vielleicht auch schon und baut sich aus, sodass man, wenn man eigentlich fertig ist mit dem Textschreiben, das Ding komplett drauf hat und weiß, was man wie wo performen möchte, wo der Text ist, und es funktioniert dann viel besser beim Aufnehmen. Ist natürlich normal, dass man auch immer mal wieder einen Hänger hat, weil man sich gerade zu viel auf die Atmung oder was auch immer konzentriert hat. Das ist normal, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr hilfreich, wie gesagt, einen Film im Kopf zu haben, der einen an den Ablauf erinnert und es auch beim Schreiben immer wieder zu üben und zu üben und zu wiederholen, sodass man am Ende wirklich sicher in der Performance und sicher im Text ist. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Das waren die 3 Tipps zum Thema Songwriting. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls es so ist, lasst mir einen Daumen da oder vielleicht sogar einen Kommentar mit ein paar Anregungen und Fragen oder Vorschläge für weitere Teile. Und ansonsten freue ich mich auch über ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mortime.